Ich bin mir nicht sicher, ob es die Option gab, dass ich das entscheide. Ich bin ja Angestellter vom Verein. Deshalb, wie gesagt, wir haben nicht lange gebraucht. Es war ein kurzes Gespräch am Dienstag. Und nicht so, aber normale Länge von dem Gespräch am Dienstag. Und haben es am Mittwoch entschieden. Ich sehe das sehr professionell und sehr nüchtern. Das ist professioneller Sport auf dem höchsten Level. Da kommt es am Ende auch nicht darauf an, was ich will und was ich möchte. Da findet man eine gemeinsame Lösung. Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin. Ich bin aber in der Verantwortung. Und damit habe ich kein Problem. Auf gar keinen Fall. Und die übernehme ich auch. Also die Entscheidungen auch für einen Trainer sind natürlich jetzt auch von einer größeren Freiheit geprägt, weil ich weiß, dass meine Entscheidungen auch, du brauchst deine Entscheidung nicht mehr abwägen, was das für eine Langzeitwirkung hat. Die Entscheidung ist eigentlich, kann endgültig und mit absolut 100% alles wie ein Pokalspiel gecoacht werden. Eine Kaderentscheidung, eine Auswechslung, eine Einwechslung, eine Startelf und sonst was hat jetzt für mich persönlich keine Langzeitwirkung mehr. Wie wirkt sich das aus auf die Chemie? Wie wirkt sich das aus auf den Spieler? Was passiert dann in der Vorbereitung? Will der Spieler dann im Sommer gehen, wenn das jetzt wieder in einem wichtigen Spiel oder sonst was? Das fällt alles weg. Ab Sommer weiß ich nicht, was passieren wird, aber ich werde da jetzt keinen Einfluss drauf nehmen. Es hat für mich noch nie funktioniert, während eines Jobs über andere Dinge nachzudenken oder andere Dinge zu planen. Dieser Job für mich funktioniert nur mit 100% von dem, was ich habe. Deshalb habe ich eine Idee davon, aber die Idee muss in der Schublade bleiben, bis das letzte Spiel gespielt ist, sonst funktioniert es nicht. Sonst funktioniere ich nicht und ich habe einen sehr hohen professionellen Anspruch an mich selber und das geht nur mit 100% für die Aufgabe, in der ich jetzt im Moment bin und das ist bis zum Saisonende zu 100% Bayern München.